Wer am Sonntag Parteitagsbeschlüsse fällt, wer am Sonntag sich dafür einsetzt, vor der deutschen Öffentlichkeit, dass der Solidaritätszuschlag mit dem Auslaufen des Solidarpaktes Ost ausläuft, wer das politisch beschließt, der muss im Bundestag auch eine politische Tat folgen lassen, meine Damen und Herren. Der Soli gehört abgeschafft. Sie müssen zustimmen nach Ihrem Parteitagsbeschluss, Herr Kollege Guttig, liebe Kollegen der CDU. Und Sie haben das vorhin ja gesagt. Das war damals in den 90er Jahren auch ein Versprechen der CDU Deutschlands, dass der Soli abgeschafft wird, wenn die Solidarhilfen für Ostdeutschland auslaufen. Es war ein Versprechen von Helmut Kohl, der gesagt hat, wir müssen ihn abschaffen, wenn der Grund entfällt. Der Grund entfällt Ende 2019. Deswegen darf der Soli am 01.01.2020 von den Menschen in Deutschland auch nicht mehr gezahlt werden, um das in aller Klarheit zu sagen. Das ist, liebe Kollegen der CDU, eine Frage des Anstands. Der Soli, er ist eine Sonderbundessteuer, eine Sonderbundeseinkommenssteuer, die das Grundgesetz überhaupt gar nicht vorsieht. Er ist eine absolute Ausnahme, meine Damen und Herren, und er ist eben nur gerechtfertigt, wenn es für einen Grund gibt. Er ist eben auch juristisch, Sie haben das angedeutet, Herr Guttig, nicht mehr gerechtfertigt. Wer heute gegen den Gesetzentwurf der FDP stimmt, der ruft zum offenen Rechtsbruch auch gegen die Verfassung Deutschlands auf, um das in aller Klarheit zu sagen. Das ist so.